Ich glaube, wir sind richtig gut drauf. Ja, wir hatten eine tolle Trainingswoche letzte Woche. Die Sensibilisierung hat geklappt. Die Leute sind aufgeregt, man kann das spüren. Wir haben alle Sinne versucht aufzuwecken, um auch die Wichtigkeit herauszuarbeiten. Wir haben viel Kommunikation, viel Kooperation auch. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass alle wissen, wo es lang geht, wie wir es zusammen schaffen können auch. Und in dem Fall haben wir es auch wirklich richtig gut im Training. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir dann auch am Wochenende richtig gutes Spiel hinlegen werden. Wir als Mannschaft sind alle echt aufgeregt, man merkt es auch im Training und wir fiebern zu diesem Spiel, weil es einfach mega wichtig ist, weil wir danach auch wirklich nur noch eine Chance haben und jetzt geht es um die Wurst. Wir bereiten uns da natürlich sehr, sehr explizit drauf vor, auf den Gegner, weil es jetzt eben auch nur um diesen einen Gegner geht und nicht in der nächsten Woche noch um einen anderen Gegner. Deswegen dreht sich natürlich viel um uns, aber eben auch um Wiesbaden jetzt schon und ja, mit unserem Trainer haben wir relativ guten Insider, von daher sind wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Wir dürfen nicht locker lassen, ja? Also wir können ruhig das Paddel erst weglegen, wenn wir ruhig auch am Ufer sind, weil sonst treiben wir ein bisschen zurück, ja? Und das war eigentlich schon auch so in Wiesbaden. Wir haben ein bisschen nachgelassen, die anderen kriegen Oberwasser und dann haben wir doch Sätze und auch Spiel dann noch verloren schlussendlich. Und das haben wir gelernt hoffentlich. Das haben wir hier auch besser gemacht, bei uns in Münster hier. Und das ist aber eine ganz wichtige Lektion, ja? Nicht loslassen, wir müssen immer rudern, immer Gas geben. Dann haben wir die Lektion gelernt. Wir schlagen am Sonntag Wiesbaden, weil wir einfach die Cooleren sind und die Besseren. Wir gewinnen am Sonntag, weil wir endlich eine Medaille wollen. Der OSC gewinnt am Sonntag, weil wir die größere Willenskraft besitzen. Genau deshalb. Also Leute, am Sonntag 14.30 Uhr hier in unserer Halle am Berg Fidel brauchen wir jede Unterstützung. Ich sag's gerne jedes Mal aufs Neue. Bringt alle mit, die ihr habt und kennt und die keine Lust auf Fußball oder sonst was haben. Kommt in unsere Halle, seid laut, freut euch mit uns und schreit uns zum Sieg.